Hallo zusammen, ich bin der Luis, auch bekannt als 5-Sprechwunsch und ganz frisch im VRK-Netzwerk. Und damit der lockere Einstieg gut klappt, habe ich mir heute einen Veteran im VRK-Netzwerk zur Unterstützung mit dazugeholt, und zwar den Physiopathen. Yes! Hi! Hi! Grüß dich! Wir sprechen heute ein bisschen über Erste Hilfe, wirklich nur ein ganz, ganz bisschen und so ein paar Mythen. Und ich bin gespannt, was ein Physiopath so zum Punkto Erste Hilfe auf dem Kasten hat. Wir schießen einfach mal los so bei den absoluten Basics. Also angenommen, der Klassiker, du kommst jetzt irgendwo hin, da liegt einer auf dem Boden und jemand schreibt, der ist gerade umgefallen. Was tust du? Also erstens, das ist das, was ich mal gelernt habe, ansprechen, anschubsen, was los ist. Genau. Wenn keine Antwort kommt, würde ich auf jeden Fall erstmal jemandem sagen, er soll irgendwie auch die 112 anrufen. Würde dann schauen, dass ich glaube, das war der Test, wo du die Hand Rückseite unter die Nase hältst, ob er noch atmet. Den Test kenne ich tatsächlich noch nicht, aber erzähl gerne weiter. Aber irgendwie war, oder mein Augenlid oder irgendwie, das habe ich so, dass ich so rangehe, ich weiß es nicht genau. Und wenn wirklich gar nichts passiert, wie gesagt, dann 112 anrufen, jemandem sagen, dass das machen soll. Einer bleibt beim Verletzten oder beim Opfer, sagen wir mal. Und dann überlegen, und das ist echt so ein Ding, da wollte ich sowieso auch schon immer mal fragen, wie finde ich jetzt heraus, wann lege ich ihn in eine stabile Seitlage, wann merke ich, dass das völlig falsch ist, muss derjenige sich übergeben, ist der Hals verletzt, das kommt glaube ich auch immer auf den Unfall an. Also wir wollen es ja für den Laien so einfach wie möglich halten, das ist ja so das Ziel auch einer Leitlinie. Also der Laie soll gar nicht so viel nachdenken wie du. Okay. Der soll ganz stupide einfach nur einem ganz einfachen Algorithmus folgen. Es gibt zum Beispiel einen, der heißt prüfen, rufen, drücken. Also ich überprüfe. Bei Rufen war ich. Bei Rufen warst du. Aber was hast du denn wirklich geprüft im ersten Schritt? Und das ist das Wichtigste. Es Stimmt, gibt eigentlich nur eine Sache, die wir überprüfen müssen. Ist der Patient, atmet der Patient oder atmet der Patient nicht? Mhm. Und das ist die Gabel. Wenn der Patient nicht atmet, dann müssen wir eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen. Wenn der Patient atmet, können wir erstmal ganz kurz durchatmen. Natürlich trotzdem irgendwie uns überlegen, warum ist der Patient bewusstlos. Aber auf jeden Fall den Rettungsdienst alarmieren im zweiten Schritt. Okay. Wobei jetzt, wo ich darüber nachdenke, also dir das jetzt ja alles so theoretisch erklären, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Am besten legst du dich einfach mal hin. Man nimmt man einmal hier Hand ans Kinn, die andere Hand auf die Stirn, überstreckt den Kopf und dann hören wir einfach mal und schauen dabei, ich schaue jetzt mit meinen Augen auf die Brust, ob sich der Brustkorb hebt oder senkt, und ich höre auch ganz deutlich, dass er atmet. Insofern für mich schon mal, ich muss ihn nicht wiederbeleben, sondern nur in die stabile Seitenlage legen. Wieso ist es wichtig, den Patienten in die stabile Seitenlage zu legen? In dieser Position kann es sein, da er bewusstlos ist und wahrscheinlich auch kein Muskeltonus mehr vorhanden ist, dass jetzt Erbrochenes bzw. Essensreste in den Hals laufen und somit den Atemweg verlegen, sodass er im Prinzip sich an seinem eigenen Erbrochenen verschluckt und ersticken könnte. Deshalb bringen wir ihn jetzt in eine Position, und das ist die stabile Seitenlage. Und der große Vorteil der stabilen Seitenlage ist eben, dass die Anatomie von uns hier so verändert wird, dass es nicht möglich ist, dass Erbrochenes den Atemweg verlegt und er somit nicht an seinem Erbrochenen ersticken kann. Das tun wir jetzt einmal. Und dafür tauschen wir die Position, und ich schaue mir erstmal an, wie du das machst. Meinst du kriegst es hin direkt? Ja, ich glaube gefühlt, nee, das glaube ich nicht. Okay. Aber ich tue alles dafür, dass ich es gut mache. Ich würde zuerst das Bein anstellen. Ich würde dich jetzt nach rechts drehen sozusagen. Okay. Würde das Bein anstellen, würde den Kopf hier überstrecken. Würde die Hand hier hinlegen und dann dich auf die Seite drehen. Und die Hand irgendwie hier so drunter. Also das ist, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ehrlich gesagt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sogar den gleichen Effekt erzielt. Aber es ist jetzt nicht, wie wir eine stabile Seitenlage machen. So, er liegt jetzt so bewusstlos. Was machen wir? Ich werde ihn jetzt zu mir drehen. So, das Erste, was wir tun, ist, dass wir diesen Arm, also den Arm, den wir gleich auf unsere Seite drehen, dass wir den so in so einem schönen, ja, was ist das? Im rechten Winkel von ihm weglegen. Dann schnappen wir uns die Hand hier, und jetzt nehmen wir die Hand, die Handoberseite, und legen sie ihm hier so auf die Wange und halten das fixiert. Dann stellen wir das entfernte Bein auf. Das packe ich mir jetzt so und ziehe ihn jetzt so
drüber und zack, fällt er von sich aus perfekt in die stabile Seitenlage. So einfach ist das. Durch die Überstreckung des Kopfes machst du dann auch die Atemwege freier? Richtig. Ja. War das das Lied Stayin' Alive, Stayin' Alive, ah, ah? Das war der Rhythmus, ne? Das, was uns zugedichtet wird, was wir uns angeblich immer im Kopf vorspielen, natürlich. Das ist falsch. Wir haben tatsächlich an einem Patienten. Rammstein oder was? Genau, nee, wir haben Highway to Hell. Nee, Patientenmonitor. Und der Patientenmonitor hat tatsächlich eine Taste, da kann man auf Metronom klicken. Ja, und dann macht der. Und dann war zwei Finger unterm Sternum, Spitze. Das ist auch schon wieder zu kompliziert. Also einfach auf unteren Teil, du suchst dir den Rippenbogen. Ne? Ja, du suchst dir einfach den Brustkorb. Ja? Ich würde jetzt bei dir zwischen den Nippeln optimalerweise. Ja? Und genau, dann eine Hand drauf, zack, und dann schön die Arme durchdrücken. 30 Mal war das so? 30 und zweimal Mal pusten. Zweimal beatmen, richtig. In den Mund oder in die Nase? Wo seid ihr da momentan? Beim Mann, also beim Erwachsenen, sind wir da beim Mund. Ja. Aber jetzt könnte der eine kommen, Corona, oder das wird ja noch viel komplizierter. Es könnte ja sein, dass du erbrochen hast, du hast das Mund voll erbrochen. Dann müsste man den Mundraum ja erstmal ausräumen. Und da kann ich natürlich verstehen, wenn jetzt der Laie sagt, das bei einem wildfremden Menschen ist mir jetzt nicht so angenehm. Deshalb sagt man beim Erwachsenen, das ist ganz wichtig, beim Erwachsenen gibt es Studien, die sagen, bis der Rettungsdienst eintrifft, dann ist ja Deutschland relativ zügig dort, ist es ausreichend, bevor man nichts tut, soll man einfach nur drücken. Die ganze Zeit drücken, drücken, drücken. Denn, das kann man ganz kurz erklären, beim Erwachsenen ist das so, dass die Hauptursache für einen Herz-Kreislauf-Stillstand ist sowas wie zum Beispiel Herzinfarkt. Mhm. Und das bedeutet, ich atme ganz normal, meine Sauerstoffsättigung ist bei 100%. Jetzt habe ich auf einmal einen Thrombus, der Herzmuskel schlägt nicht mehr und ich werde bewusstlos. Aber trotzdem ist meine Sauerstoffsättigung noch bei 100%. Und man sagt, das reicht jetzt dann noch aus, bis der Rettungsdienst kommt. Beim Kind ist das ganz anders. Beim Kind ist das Hauptproblem, warum das Kind reanimationspflichtig wird, zum Beispiel, weil es sich irgendeinen Legostein im Mund steckt. Das heißt, das Kind läuft direkt blau an, hat massive Atemnot und wird aufgrund dessen, aufgrund dieser Hypoxie, also Sauerstoffunterversorgung, wird das Kind reanimationspflichtig. Und da ist es fatal, wenn wir nicht pusten, weil sonst natürlich ein zerebraler Hirnschaden droht. Ein hypoxischer Hirnschaden, kein zerebraler Hirnschaden, das ist doppelt gemoppelt, ein hypoxischer Hirnschaden. Deshalb ist es ganz wichtig, wir haben ja gerade gesagt, prüfen, rufen, drücken, wenn wir jetzt dann reanimieren, dass man niemals die Reanimation vernachlässigt, um eine AED zu holen. Aber wenn man da am Drücken ist und das steht irgendwo um einen, dann sagt man, holen Sie bitte mal einen automatischen Defibrillator. Und gerade in Großstädten, auf öffentlichen Plätzen sowieso, rennt in die nächste Bank, Sparkasse, schaut in Wien zum Beispiel, super cool, da steht in der Innenstadt ganz genau, der nächste Defi ist 200 Meter entfernt in die Richtung, da wird man hingeleitet, Hauptbahnhöfe, das sind alles so Point of Interest, da findet ihr Defis und vielleicht kann euch sogar dann die Rettungsleitstelle sagen, wo ihr einen findet. Auf jeden Fall, ein Defi kann Leben retten und ist dann auf jeden Fall auch absolut sinnvoll. Sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, war das erste Hilfe, war sehr aufregend. Wir haben viele Themen angeschnitten, wo man nochmal 30 Videos draus machen kann, aber für heute reicht das, super. Denke ich. Vielen lieben Dank. Ja, danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Nee, toll, wirklich. Ja, ich habe jetzt meine Knie, ich spüre sie nicht mehr. Dann können wir aufstehen. Genau, danke fürs Zuschauen und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, das war der Freddy. Danke, Luis. Ciao. Vielen lieben Dank. Bis dann, ciao.